Hi. Soziale Medien sind längst Alltag für uns alle. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, sollten wir nicht soziale Medien auch für Bildungskontexte, Bildungszwecke nutzen? Oder für Studium und Beruf? Wieso eigentlich? Wieso eigentlich vielleicht nicht? Und ich glaube, dass es sich sehr gut nutzen lässt für Bildungszwecke, wenn man natürlich ein bisschen Vorsicht walten lässt. Wir kommen wieder hier auf das Thema Datenschutz zu sprechen, gerade wenn wir mit jüngeren Schülerinnen und Schülern arbeiten wollen. Aber ich glaube, einer der größten Vorteile der sozialen Medien ist, dass sie mir ermöglichen oder dass sie uns ermöglichen, mit anderen Personen in Austausch zu treten, mit anderen Gruppen, mit anderen Lernenden, an anderen Standorten und Hochschulen oder anderen Schulen. Und das ist ja tatsächlich auch, ja, die Geburtsstunde gewesen von diesem Seminar. L2D2 ist nämlich genau so entstanden, als eine ja erstmal lose Unterhaltung in den sozialen Medien. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet auf der Projektwebseite l2d2.de mehr Infos dazu. Aber das ist nur die eine Seite. Man kann natürlich auch, und ich hoffe, dass wir das im Laufe des Semesters getan haben, mit ExpertInnen in Austausch treten, mit Personen, deren Texte, deren Werke man liest, rezipiert, bearbeitet, in Bildungskontexten bespricht mit seinen ja, Schülerinnen, Schülern, Studierenden, wie auch immer. Und das finde ich, sind natürlich ganz große Vorteile oder auch, dass sich bestimmte Fachcommunities in diesen sozialen Medien wiederum zu Gruppen zusammenschließen und dort sich austauschen. Das ist heutzutage leichter denn je. Man hat Reichweite ohne Ende. Und natürlich kann auch Social Media selbst Unterrichtsgegenstand sein. Ja? Also ich kann schauen, was für Mechanismen gibt es da eigentlich? Wie funktioniert dieses Belohnungssystem, wenn ich irgendwo auf das Herzchen drücke oder auf den Daumen hoch drücke? Und hier verbreiten sich in diesen sozialen Medien bestimmte Nachrichten, insbesondere solche, die vielleicht falsch sind im Vergleich zu solchen, die richtig sind, um das Thema nochmal aufzugreifen. Und das ist dann so ein bisschen die kulturwissenschaftliche Perspektive. Und das schließt den Kreis wieder zum zentralen Thema dieses Seminars, nämlich Felix Stalders Kultur der Digitalität. Denn, wie gesagt, Felix Stalder ist mitnichten ein Pädagoge, sondern eben Kulturhistoriker. Und man kann in diesen sozialen Medien, glaube ich, sehr viel experimentieren und Neues sich ausdenken und ja, ausprobieren. Und ich persönlich bin ein sehr großer Freund von diesen sozialen Medien, denn ich behaupte, man kann sich darüber sehr schnell und sehr einfach mit wenig Aufwand, also technisch wenig Aufwand, natürlich braucht das schon Pflege, ein sogenanntes PLN, ein persönliches Lernnetzwerk oder auf Englisch Personal Learning Network, aufbauen. Und ich kann für mich ganz persönlich behaupten, dass mir das unheimlich viel gebracht hat. Ich hätte, glaube ich, viele Projekte, die ich bisher gemacht habe und auch erfolgreich abgeschlossen habe, gar nicht gestartet, wenn ich nicht mich in den sozialen Medien mit anderen Personen darüber ausgetauscht habe. Wie gesagt, diese Lehrveranstaltung ist das beste Beispiel dafür, denn sie ist tatsächlich nur entstanden, weil ich in den sozialen Medien aktiv war. Und weil eine Unterhaltung von dort ja, tatsächlich ins echte Leben rübergeschwappt ist und daraus dann dieses Seminar in der ersten Durchführung geboren wurde. Und von daher ist mein Plädoyer tatsächlich, geht ins Netz, tauscht euch mit anderen Leuten aus, teilt Inhalte, sodass möglichst ihr und aber auch möglichst viele andere etwas von eurer Arbeit haben. Denn letzten Endes, früher oder später, wird sich das sicherlich umdrehen und ihr profitiert von der Arbeit anderer. Und dann haben, glaube ich, alle gewonnen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao.